Zum ersten Mal, soweit ich mich jedenfalls erinnere, wird der Vorsitzende dieses Kulturkreises als Künstler vor Sie treten. Normalerweise begrüßt er Sie immer am Eingang und bedankt sich, dass Sie gekommen sind und durch Ihr Erscheinen den meistens jungen Künstlern die Ehre geben und ihnen Mut für einen weiteren künstlerischen Lebensweg machen wollen. Heute nun erfahren Sie mehr über den künstlerischen Hintergrund von Axel Knoten, der seit vielen Jahren, es müssten bald 20 sein, die Geschicke unseres Vereins umsichtig leitet. Das Besondere ist, dass er nicht einfach berühmte Komponisten zum Gehör bringt, sondern sich selber als Komponist vorstellt, der nicht nur pädagogisch und nachschaffend tätig ist, sondern eben auch eine kreative Seite hat, die er Ihnen heute allen zeigen möchte. Er wird selber durch das Programm führen und die Besonderheiten und Hintergründe seiner Werke erläutern. Das wird sicher ein spannender Abend und ich wünsche Ihnen sehr viel Vergnügen. Und jetzt hören Axel Knoten. Den freundlichen Applaus. Ich möchte Sie auch nochmal recht herzlich begrüßen als Aktiver hier heute, aber auch als Vorsitzender des Kulturkreises und freue mich, dass so viele gekommen sind. Es wären noch ein paar mehr gewesen, aber so Corona hat dann doch irgendwie wieder zugeschlagen in den letzten 2-3 Tagen. Aber es sind jetzt doch sehr viele geworden und darüber freue ich mich sehr, weil es auch immer eine Anerkennung unserer Arbeit hier im Kulturkreis ist. Das ist mir sehr, sehr wichtig. Und ich freue mich, dass ich Ihnen heute einige eigene Werke präsentieren kann. Achso, ich möchte mich außerdem auch nochmal bedanken bei allen, die mich hier so begleiten und tatkräftig unterstützen bei unserer ehrenamtlichen Arbeit, aber auch natürlich insbesondere bei der Vorbereitung und Durchführung des heutigen Konzerts. Also vor allem meinen Mitstreiter hier im Kulturkreis und meine Familie. Dankeschön nochmal für diese Gelegenheit. Auch sagen, dass meine Schüler mir auch sehr wichtig sind, also auch bei dem Zusammenkommen, also Zustandekommen des heutigen Abends, weil die schon seit ein paar Jahren immer wieder mal gesagt haben, spielen Sie das doch mal öffentlich und nicht nur so. Naja, da sagt man so, ja, mache ich schon mal und dann, jetzt machen wir es heute einfach mal. Ich habe bei der Auswahl der Stücke eigentlich das Ziel hier immer gesteckt, an uns einen schönen Abend zu machen. Also einen runden Abend in nicht immer ganz so runden Zeiten und so, dass Sie vielleicht das ein oder andere Stück auch so genießen können, dass es Ihnen ein bisschen ins Herz geht. Dann hätte ich schon sehr viel erreicht und dass wir alle dann zum Schluss sagen können, es war ein gelungenes Konzert und es wird nicht jedem alles gefallen, aber wenn jeder irgendwas dabei hat, was sagt, ja, das war so in Ordnung, das hat mich angesprochen, dann habe ich schon viel erreicht. So, dann fange ich jetzt schon mal an. Dankeschön.
eigentlich schon als Kind und als Jugendlicher mindestens so gerne selber am Klavier ausprobiert. Ich habe auch die ersten Notizen gemacht, die Studie zu üben, die ich auf hatte. Das geht auch heutigen Schülern manchmal so. Deswegen habe ich da Verständnis und muss trotzdem immer darauf denken, dass man das natürlich vielleicht doch ein bisschen anders gewichtet. Aber ich habe bei der Vorbereitung zum heutigen Abend halt vieles auch entdeckt, das wirklich schon sehr alt ist. Also bis zu 45 Jahre. Ich höre auch einige Dinge, die ich heute spiele, stammen ursprünglich aus der Zeit. Oder ich habe ein Stück auch dabei, ich werde das nachher noch sagen, das ist tatsächlich original. Das hat mir selber gut gefallen. Ich habe es wiederentdeckt. Also es war eigentlich schon ganz weg. Die nächsten drei Stücke möchte ich am Stück spielen. Also der fröhliche Tanz, der kleine Marsch und der fröhliche Wald. Das ist so eins, der fröhliche Wald ist eigentlich ein Lieblingsstück, ein persönliches Lieblingsstück von mir. Und dann sprechen wir uns wieder. Thank you.
auch mal vor langer Zeit im Unterricht entstanden. Da gibt es auch eine vierhändige Fassung. Da habe ich mir das selbst mal ein bisschen zurechtgeschrieben. Ich hoffe, es gefällt dir. Ist auch schon 40 Jahre alt, circa. Aber in der Musik spielt das ja keine Rolle. Das nächste Stück ist ein kleines Stück, ein ganz ruhiges, das ich tatsächlich in meine frühe Jugend mal aufgeschrieben habe. Ich habe jetzt nur ein, zwei Kleinigkeiten noch geändert, von der Proportion, so im Aufbau, aber ansonsten habe ich das so gelassen, weil es mir eigentlich jetzt wieder sehr gut gefällt. Ich hoffe Ihnen auch. Und danach habe ich ein Stück, also wir sind jetzt bei und nachher bei dem Übergang. Das ist ein Stück, was besteht aus zwei Teilen. Der erste Teil ist so ein Tiroler Signalhorn-Motiv und dann gibt es eine kleine Liedmelodie und dann haben wir einen offenen Schluss und dann erzähle ich noch was zur Zugfahrt, bevor die dann losgeht. Also jetzt erst das Adagio und dann der Übergang. Danke. Thank you.
Wenn man das möchte, kann man so eine kleine Geschichte da verfolgen. Also stellen wir es so vor, ein Signal, so eine alte Lok irgendwie, Signal, der Start, der Zug setzt sich in Bewegung und kommt dann so ins Hall. Das dauert eine Zeit lang. Die Insassen eines Abteils kommen in ein nettes Gespräch, kleine Flirts vielleicht auch dabei. Und dann geht es aber ins Gebirge, das Schneesturm kommt auf, es ist ein bisschen unheimlich. Und der Zug schafft es gerade da so drüber über die Bergkuppe und dann geht es wieder runter, sagen alle gut, ist ja nochmal gut gegangen. Die Passagiere unterhalten sich wieder nett und dann gibt der Zug nochmal Gas, weil er ja die verlorene Zeit auf wieder einholen will, damit er pünktlich am Zielbahnhof einkommt. Und das wird dann durch das Signal wieder deutlich, dass wir dann angekommen sind. Thank you.
war. Ich wünsche Ihnen gute Unterhaltung und dann sehen wir uns heute wieder. Danke schön. Das Sommerlied beginnt mit meiner persönlichen Melodie des Sommers 1976. Ja, das war so in meiner Jugend ein besonders schöner Sommer. Da habe ich die Familie in Urlaub fahren lassen, hatte zu Hause sturmfreie Bude, wunderbares Wetter. Also ich war bin jeden Mittag ins Freibad gefahren. Geschwommen bin ich damals eher weniger. Da gab es so andere nette Dinge, die man gemacht hat. Und bis sie uns dann abends um 7:45 rausgeschmissen haben. Und das habe ich eigentlich einen halben Sommer so übergetrieben, solange die Schule nicht dazwischen kam. Und damals habe ich so im Laufe des Sommers abends immer so ein bisschen noch Klavier gespielt. Und so eine Melodie ist davon hängen geblieben, mit der eröffne ich jetzt dieses kleine Stück. Und dann geht das über in eine andere Melodie und die werde ich dann in einer Improvisation weiter fortspinnen. Wie es genau enden wird, weiß ich noch nicht, da lasse ich mich selbst mal überraschen. Und wenn die erste Melodie wieder kommt, dann wissen Sie Bescheid, dann ist es so mit zu Ende.
beiden Stücke spiele ich jetzt einfach. Das nächste Stück, das war eigentlich erstmal nur so eine Akkordfolge, die ist nicht so ungewöhnlich. Die kommt zweimal hintereinander gespielt mit einer kleinen Veränderung. Und dann kam eigentlich erst die Idee auch zu diesen Namen und im Endeffekt ist so eine beginnende Ballszene eigentlich gemeint. Ich hoffe, Sie können das also ein bisschen nachvollziehen oder denken an etwas anderes, dann ist das auch in Ordnung. Hauptsache es gefällt. Thank you.
spontan noch ein Stück. Ich glaube, wir haben noch ein bisschen Zeit. Schön. Und ich glaube, das ist auch keine rechte Idee, aber es wird mir was einfallen. Und ich spiele jetzt noch ein Stück zur Unterhaltung. Und danach kommt die Coda. Die Coda ist ein Zitat zum ersten Stück heute vom Präludium und mit einem etwas veränderten Schluss. Also eine kleine Zugabe vorher und dann die Coda. Dankeschön. Ich glaube, der Dreiviertelklang hat Ihnen gefallen. Dann machen wir doch mal was in der Art. Thank you.
Lust haben, spiele ich immer was.